Hey Kids, wie cool ist das, was Matthäus erlebt hat, oder? Ja, Matthäus war eigentlich ganz schön gemein. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir gedacht, wow, der war eigentlich ein richtig fieser Mensch. Er hat oft andere Leute betrogen, er hat sie belogen, er hat einfach Dinge gemacht, die haben Gott überhaupt nicht gefallen. Aber weißt du, niemand ist perfekt. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Wir sind Menschen. Ja, wir wären gerne so gut wie Gott und wir strengen uns auch oft richtig an, aber wir schaffen es einfach nicht, weil wir Menschen sind. Aber ich habe eine richtig gute Nachricht für dich. Jesus liebt dich. Er liebt dich genauso, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen, sondern er kennt dich und ja, er liebt dich. Ja, Jesus hat sich mit den Zöllnern getroffen. Es war ihm total egal, was die anderen Leute von ihm hätten denken können. Und du musst dir überlegen, mit den Zöllnern hat sich früher niemand, wirklich niemand, freiwillig getroffen. Du kannst dir das vielleicht ein bisschen so vorstellen, als würdest du dich mit den unbeliebtesten Leuten von deiner Schule oder von deinem Kindergarten treffen. Das ist schon eine ziemlich komische Vorstellung. Und es wird noch krasser. Jesus hat sich nicht nur mit ihnen getroffen, er hat zu Matthäus was gesagt. Bestimmt erinnerst du dich noch. Er hat gesagt: Folge mir nach. Ja, jetzt fragt man sich vielleicht, nachfolgen. Ja, was heißt das überhaupt? Was bedeutet nachfolgen? Ja, und mit nachfolgen meint Jesus nicht, hey, lauf mir mal hinterher, weil es ist cool, wenn viele Leute um mich rum sind. Nein, Jesus meint mit nachfolgen, leb mit mir zusammen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er, ja, möchte seine Gedanken mit dir teilen, aber auch, dass du deine Gedanken mit ihm teilst. Ja, Jesus hat nicht nur damals in der Bibel zu Leuten gesagt, dass sie ihm nachfolgen sollen. Jesus wünscht sich so sehr, dass du ihm auch nachfolgst. Er liebt dich, er will eine Beziehung mit dir und er kann sich nichts Schöneres vorstellen, als dass du ihm nachfolgst, weil du bist ihm ganz arg wichtig. Genau du. Ja, und ich habe jetzt eine kleine Challenge für dich. Und zwar kannst du dir nächste Woche jeden Tag bei den Sachen, die du machst, überlegen, was würde Jesus tun? Weil wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann wird es ja schwierig, jetzt mit ihm hier herumzulaufen, weil er ist jetzt nicht mehr sichtbar da. Aber du kannst in deinem Alltag so viel tun, was anderen Leuten zeigt und auch ihm zeigt, dass du Jesus nachfolgst. Es sind oft so kleine Sachen, die einfach einen Unterschied machen können. Du kannst dir überlegen, jemanden anzulächeln einfach nur. Du kannst für jemanden beten, wo du weißt, ihm geht's gerade nicht so gut. Oder ganz praktisch deiner Mama im Haushalt helfen, deinen Geschwistern bei den Hausaufgaben. Ich bin sicher, dir fallen ganz viele Sachen ein, die du machen kannst. Und vielleicht fragst du dich auch, wieso soll ich eigentlich Jesus nachfolgen? Ich kann dir nur sagen, es war für mich die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte, Jesus nachzufolgen. Weil es gibt einfach Tage, da geht es uns nicht so gut, da passieren Sachen, die sind schwer, da fühlen wir uns vielleicht ausgeschlossen in der Schule oder von anderen Menschen irgendwie nicht geliebt. Und ja, es können ganz viele Sachen sein, die zusammenkommen. Aber ich weiß, bei Jesus kann ich so sein, wie ich bin. Ich brauche mich nicht verstellen, weil er kennt mich, er weiß, wie es mir geht und vor allem ist er 24/7. Jeden Tag, jede Sekunde ist er für mich erreichbar. Ich brauche nur ein Gebet sprechen und ich weiß, er ist da und ich kann mich voll auf ihn verlassen. Hey, und ich wünsche mir, dass du das voll für dich mitnimmst. Sei ein Nachfolger von Jesus und ich bin so gespannt, was du mit ihm erleben wirst. Mach's gut!